Hallo, meine lieben Freunde, was geht? Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play Pokémon Blatt Grün. Geht das? Nee. Achso, doch. Ja, wie es aussieht, habe ich was. Hat die Seite irgendwelche Fehler? In der Seite steht nämlich, yo, das findest du in dem Team Rocket Versteck. Also es geht um Flammenwurf übrigens, ne? Weil ich das nicht nie erwähnt habe. Aber das ist nicht wahr. Man findet es nicht im Team Rocket Versteck hier. Man findet es, oder man kann es sich kaufen in der Spielhalle. Und Leute, ganz ehrlich, ich werde es machen. Ich werde es machen. Ich habe gesagt, ich hole mir nur Eisstrahl dort. Aber ich werde mir auch Flammenwurf holen. Einfach. Ja. Dem drei. Nee. Und Eisenschweif steht auch falsch drin, wie es aussieht. Donnerblitz will ich nicht, nein. 35 war es, genau. In den anderen Listen, die ich jetzt mir angeguckt habe, steht halt Eisenschweif auch woanders drin. So, da steht auch Eisenschweif kannst du hier nur kaufen. Das gibt's nicht irgendwie. Es sollte Pokémon heilen, oder? Ja, habe ich gemacht. Mann. Ja. Was wollte ich gerade sagen? Es heißt, Eisenschweif gibt es. Ich kann fliegen? Oh, cool. Gibt es auch nur in der Spielhalle zu kaufen halt. Und nicht als TM bei einem Wärter oder bei so einem. Wisst ihr Bescheid? Es ist echt komisch. Ich hoffe, Flammenwurf war die einzige Sache, wo sich das Spiel geirrt hat. So, ich würde jetzt ganz gerne Nebulak fahren. Hier müssen wir aber weiter hoch, genau, hier müssen wir hin. Aber hier können wir, glaube ich, ein Nebulak finden. Bitte, 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 bitte. Weil wir haben jetzt das Silph Scope, genau, und da ist es, Nebulak. Es ist Level 15 weiblich. Tschüss. Tschüss. Es wird eine Geburt, Nebulak zu trainieren, Leute. Ich sag's euch. Es ist halt Level 15 so, Level 16, glaube ich, wenn es hochkommt. Es wird halt schon anstrengend. Kann ich jetzt mal... Leute! Ich finde keine Nebulaks mehr. Ein Pokémon-Encounter bisher. Hallo. Spiel. Danke. Ich laufe von der Trainerin. Okay, auch cool. Und? Danke. Level 14 zwar, aber ist okay. Da war mein Daumen schneller als mein Hirn. So. Aber okay, Level 17 Nebulak. So, ich hoffe, Aquaknarre besiegt es nicht. Bitte nicht. Ach komm. Als ob. Das kann doch nicht sein. Ah, wie viel Pech man haben kann. Komm schon, Nebulak, komm her. Wir müssen übrigens sowieso zurück, ne, Leute? Dass ihr Bescheid wisst. Ein Tragosso? Wenn Biss es jetzt nicht besiegt, dann fange ich mir auch ein Tragosso. Ha. Alles klar. Beutel. Pokéball. Tragosso, du wirst mein sein! Eins, zwei, drei. Ui! Ja, mein Tragosso, Leute. Tragosso. Das einsame Pokémon. Oh, dieses Pokémon trägt immer eine Schädelmaske. Niemand hat bisher sein wahres Gesicht gesehen. Oh, das ist so traurig. Und heißt es nicht sogar, dass Tragossos Knochenschädel, den er auf dem Kopf trägt, seine Mutter ist? Bitte, besieg es nicht. Also der Schädel seiner Mutter? Ich glaube schon. Mann, was ma... Warum denn Maus Chillog? Warum musst du denn Volltreffer machen? Ah, okay, wir machen das jetzt anders. Ich werde jetzt Smetbo an Anfang setzen. Mit Windstoß. Weil Smetbo mit Windstoß dürfte definitiv nicht genug Damage machen, um einen Nebulak zu besiegen. Ich hoffe es zumindest. Dann gib mir doch kein weibliches Nebulak, Mann. Komm schon. Bitte. Männliches 18. Also Level 18. Nebulak, das wäre cool. Ich meine, ich nehme auch ein männliches Level 14 Nebulak.
Aber wie es aussieht, gibt es hier auch Level 18 Nebulax. Also würde ich auch gerne einen Level 18 Nebulax nehmen. Level 17 weiblich. Mann. Ich hätte gerne ein männliches Nebulak. Leute, zur Not werde ich hier, ja. Schneiden. Wenn das mir zu lange dauert. Komm. Oh! Ich mach's anders. Ich schneide nicht. Ich mach es. So. Dann kommt der Encounter schneller, Leute. Und. Ja, ihr seht, wie ich es finde. So. Wisst ihr? Das ist halt. Ja, danke. Oh, bitte, es ist Level 14. Das ist das Problem. Ich hoffe, Windstoß besiegt es jetzt nicht. Alter, Smetbo, dein Ernst. Ich glaube, wir haben nicht schwach genügende Pokémon. Nicht Pokémon, die schwach genug sind. So. Ah. Leute, das kann sich nur um Stunden handeln, bis ich hier Nebulak finde. Was ich haben will. Level 17. Komm, Smetbo. Bitte, besieg es nicht. Es ist nur 16 Level unter dir. Warum macht es denn das? Warum? Oh. Warum ist das denn Volltreffer? Komm schon. Ich mach... Nö. Das ist mir zu doof hier, ey. Heilige Kacke. Weißt du, ich will doch nur Nebulak. Und zweimal jetzt schon. Shigis Eisstrahl ist ein Volltreffer. Und jetzt auch noch Smetbos. Verdammter. Thanks. Wow. Windstoß. Mr. Windstoß von Smetbo. Das macht einfach eigentlich kein Damage. Aber nein, es muss ja einen Volltreffer machen. Und der Level 17 Nebulak instant besiegen. Und es hätte fast geklappt, es zu fangen. Ich mach das jetzt so, Leute. Ich versuche nicht, Nebulak zu schwächen. Dann kann ich es auch gleich besser trainieren. Weil ich halt gleich, ne, full KP und so. Es schläft zwar, aber das ist egal. Nebulak ist aufgewacht. Das ist nett. Dass es Fluch einsetzt. So, ist es vorgeschwächt. Aber der Fluch macht jetzt als Smetbus. Alter. War nicht mal so wenig Damage. Und Schlafbruder, genau. So. Und jetzt bitte. Komm in den Pokéball. Bitte. Please. Join the Pokéball. Komm. Ja. Leute, wir haben endlich ein Nebulak. Nebulak. Das Gas-Pokémon. Dieses nahezu unsichtbare Pokémon hüllt den Gegner unbemerkt ein und versetzt ihn in Tiefschlaf. So. Was hatte ich für Nebulak nochmal? Nein, es ist ja... Oh. Ich habe ja ein Tragosso gefangen. Leute. Ich habe ein Tragosso gefangen. Und dadurch keinen Platz mehr in meinem Team gehabt. Wie viel Pech kann man haben? Hey, ach Mann. Dumm kann man sein, so. Das ist ja nicht mal Pech, das ist einfach eine Dummheit. Maxi, du bist dumm. Ja, danke, ich weiß. Oh Mann. Okay. So, war aber ein erfolgreicher Part jetzt schon, denn wir haben endlich ein verdammtes Nebulak. Oh, freue ich mich. Freue ich mich. Schön, dass wir Nebulak haben. Ist einfach herrlich. So, wir könnten den Turm jetzt auch eigentlich theoretisch erstmal ignorieren und komplett woanders lang gehen. Aber ich glaube, das dürfte noch ein kleines gutes Training für Nebulak sein. Erstmal heilen, genau. Pokémon heilen. So, ich wollte jetzt nochmal nachgucken, was jetzt für Dings vorgesehen ist. So, ablegen. Also gleich gucke ich nach, was für Attacken ich für Nebulak nochmal mir überlegt hatte. Nebulak mitnehmen. Yeah. Willkommen im Team Nebulak. Pokémon. Nebulak nach vorne. Nebulak, was hast du denn so für Attacken?
Du hast Schlecker, Groll, Fluch und Hypnose. Hypnose ist definitiv drin, ne? Genau. Als nächstes Stärke hatte ich für ihn vorgesehen, genau. Anstatt Finsterfaust später. Traumfresser und Spukball. Wann erlernt Nebulak nochmal diese Attacke? Moment. Ich habe mir alles... Ich habe alles hier noch offen. Nebulak erlernt Spukball mit 36. Wäre mir zu spät, persönlich. Es wäre halt immer noch kein Alpollo. Alpollo erlernt, genau, mit Level 25, also Nebulak entwickelt sich auf Level 25 und dort erlernt es Finsterfaust. Und das wird es so lange behalten, bis es Spukball lernt. Und Traumfresser mit Level 31. Gengar erlernt Traumfresser auch mit 31, genau, die gleichen Attacken wie Nebulak. Das heißt, wenn Nebulak sich entwickelt zu Alpollo, werden wir es gleich zu einem Gengar weiterentwickeln. Durch Tausch. Haben wir irgendwelche Attacken? Also irgendwelche TMs, die wir ihm beibringen könnten. Kugelsaat, komm, kannst du Kugelsaat? Nein, schade. Das ist ja cool. Frustration nicht, Durchbruch kann Nebulak auch nicht, weil Nebulak hat nicht mehr Hände. Schockwelle. Flammenwurf hatte ich mir gekauft jetzt, naja. Kann... Okay. Pelzgrab. Auch nicht. Geheimpower. Geheimpower kann Nebulak. Deswegen bin ich gerade überlegen, bringen wir Nebulak schon mal Geheimpower bei, damit er jedenfalls etwas Damage machen kann. Raubt den Effekt der gegnerischen heilenden oder Status verändernden Attacke. Könnten Nebulak auch erstmal Raub beibringen, damit es halt eine Undichtattacke hat. Aber ich glaube erstmal Geheimpower. Genau, Angriff, der abhängig vom Ort noch einen Zusatzeffekt hat. Wir bringen ihm einfach erstmal nur Geheimpower bei. Anstatt Groll. So, wir haben Fluch und wir haben Schlecker. Das ist okay, reicht erstmal. Nebulak erlernt Geheimpower, genau. Und mit Level 16 erlernt es Nachtnebel. Das werden wir dann anstatt Schlecker wegmachen. So. Gut, dann würde ich sagen... Wieder ab in die Pokémon-Turm. Ab in den Pokémon-Turm. Und weiter nach oben gehen. Denn wir können jetzt auch da, wo uns vorher ein Geist den Weg versperrt hat, können wir jetzt durch. Und ja, weiter nach oben schreiten. Müssen wir sogar. Stimmt, wir müssen hier sogar durch. Was habe ich denn erzählt für einen Quatsch, dass wir das doch einfach ignorieren können? Nein, können wir nicht. Also doch ein bisschen schon. Wir könnten jetzt erstmal den Orden theoretisch holen. Den Pflanzenorden. Aber das will ich gar nicht. Weil, ja. Das ist 17 Nebulak. Komm schon. Ich werde switchen. Weil Level 17 ist dann doch ein bisschen zu strong für unser jetziges Nebulak. Fluch. Okay. Wir müssen nämlich hier weiter hoch, weil oben Mr. Fuji oder Fuji. Fuji, glaube ich, ne? Weißt du so? Ich glaube schon. Der ist dort oben. Und chillt da. Wir müssen halt von ihm die Pokeflöte bekommen, weil wir sonst nicht an Relaxo vorbeikommen. Und das wäre halt scheiße. Das wäre halt echt schlecht. Aber wir könnten halt theoretisch jetzt den Pflanzenorden machen. Aber das will ich noch gar nicht. Weil ich will erstmal noch nach Fuxania City nach unten, so. Gibt's nämlich auch noch einiges, was wir erledigen können. Sehr schön. Hypnose trifft. Da können wir nämlich noch in die Safari-Zone, Leute. Und dort gibt es viel zu holen. Also in Fuxania City allgemein. Stärke, Surfer, Stahlflügel. So viel. Also noch ein bisschen mehr halt, ne? Also es ist echt eine Menge, was wir uns da holen können. Und das würde ich halt ganz gern machen, bevor wir überhaupt komplett weitergehen noch. Der Part ist aber auch bald vorbei, ne? Ich weiß gar nicht, ob wir den Poketurm hier schaffen werden. Also 190 Erfahrungspunkte sind auch so viel für Nebulak, ne? Das ist heftig.
So. Nein. Oh! Mann! Kurz vor dem Dings. So, ja, Nebula, also Level 17 ist mir noch zu stark. Deswegen switchen wir lieber auf Shylock nochmal. Und setzen einfach wieder Biss ein. Schlecker. Oh. Oh, das war Damage. Aua. Das tat mir aua. Kein Nibbler für Nebulak, das wundert mich. Verschwinde, Eindringling. Hey, du Geist. Geister auch da auf. Selbst gerade den Geist erkannt. Ein Knogger, Leute. Der Geist ist ein Knogger. Und dieses Knogger werden wir nicht fangen. Da, ja, es wäre unnötig. Wir haben Tragosso zur Not. Was wir halt einfach entwickeln könnten. Und deswegen besiegen wir das Knogger einfach. Das sind nochmal extra schöne Erfahrungspunkte für unser... Aua. Alter. Für unser Nebulak. Komm. Wir böllern einfach rein. Vielleicht macht es ja jetzt Kopfnuss. Scheiße. Ist trotzdem besiegt, okay. Ist okay. Akzeptiere ich so. Wir können... Komm, Smetbo. Smetbo kommt nochmal rein. Macht einfach eine Konfusion. Das Knogger dürfte besiegt sein. Ja, schön. War ein Volltreffer, aber... Okay. Nebulak Level 15. Woo! Schon mal ein Level für Nebulak. Yeah. Der Geist war die rastlose Seele der Mutter von eines Tragossos. Ihre Seele hat Frieden gefunden. Sie ist in das Jenseits eingekehrt. Okay. Jetzt sind wir hier nämlich bei den Team Rocket-Rüppeln. Denn auch dieser Turm wurde von Team Rocket befallen, Leute. Beleber für Shylock. Und ein Supertrank für Shylock. So. Kämpfen wir. Einen Kampf kriegen wir, glaube ich, hin. Was willst du? Warum bist du hier? Ich will zu Mr. Pokémon, um eine Pokéflöte zu bekommen. Ach so. Ja. 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 Das war's eigentlich. Also, wenn ihr wollt, könnt ihr mich durchlassen. Nee. Oh Mann. Komm, du schaffst das. Lol, Nebulak ist... Mit Level 15 ist Nebulak schneller als das Zubat? Mit Level 15 ist das Nebulak... Männlich. Alter, das ist echt ein Ding. Komm, Geheimpower! Wow. Okay, wir wechseln, weil Nebulak ist noch zu schwach, leider. Mann. Pokémon wechseln, komm. Auf Nidoking, komm. Wir trainieren ein bisschen Nidoking weiter. Weil... Ja. Aua. Das war jetzt aber... Oh, das tut weh. Ich hätte gern schon jetzt einen EP-Teiler. Aber den kriegen wir erst auf dem Weg nach Fuxania City, glaube ich. Oder kurz vor Fuxania City, glaube ich, sogar erst, ne? Oh Mann! Es dauert noch so Ewigkeit, bis wir einen EP-Teiler bekommen, Alter, kacke. Es wird auch anstrengend, später noch bestimmte... Also unser letztes Teammitglied dann zu trainieren. Weil dann unsere Pokémon halt auch noch mal ein bisschen höheres Level haben. Mann. Oh Mann. Na gut. Wir schaffen das schon irgendwie. Was? Steinhage ging daneben. Das ist nicht cool. Aber... Oh, wow. 9 Damage mit dem Volltreffer. Das ist heftig. Ach Mann. Aber hier sind die Pokémon schon mal etwas stärker als in dem Team Rocket Versteck. Schon mal Level 25 hier. Und ein Nachtnebel. Oder Nachtnebel allgemein für unser liebes kleines Nebulak. Schlecker vergessen. Und Nachtnebel, yeah. Ah, und ein Nebulak wird rauskommen aus sich, wenn es ein Gengar wird. Mein Sound hat sich schon wieder abgeschaltet. Meine Boxen. Das war laut. So, Golbat hat, glaube ich, Biss. Deswegen switchen wir wieder auf Nidoking. ja, mit Level 25 wird... Oh, Flügelschlag. Huh. Wird unser Gengar, unser Nebulak zu einem Alpollo und dann zu einem Gengar.
Und dann wird es reinhauen. Dann wird es hart böllern. Das wird schön. Und komm, Hornattacke. Boop. Yeah. Ja, irgendwas wollte ich gerade sagen. Ich gebe auf. Solltest du auch. Gut, Leute, das war's jetzt aber... Das werde ich dir nie verzeihen. Oh, geht einfach, okay. Das war's jetzt erstmal mit dieser Folge, Leute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, bewertet den Part. Wir sehen uns bei das nächste Mal wieder. Haut rein!